Wir spielen normalerweise 4 gegen 4 auf einem kleineren Feld, 40 Meter lang, 20 Meter breit. Dann Action. Ich habe mir gedacht, wir machen das erstmal ohne Augenbinde, weil wir legen schon großen Wert drauf, dass ihr diesen Platz wieder so verlasst, wie ihr auf ihn gekommen seid. Wir müssen gleich mal mit Augenbinde versuchen, mindestens. Wenn eine kaputt ist, würde ich sagen, ich habe jetzt nicht kontrolliert. Wir müssen einfach mal im Prinzip die drei machen. Versuchen wir es jetzt erstmal. Ich spiele dich jetzt an. Und dann rufst du einen Namen und spielst den an. Ja, Diego. Komm ran! Ja, jetzt soll ich hier. Ja, Diego, ja. Diego, ja. Also, es war für mich wie immer eine spannende Erfahrung. Wie immer sage ich, weil ich es jetzt nicht das erste Mal gemacht habe, zwar hier ja, und ich finde es immer wieder spannend zu erfahren, wie die Jungs damit umgehen, wie die Jungs das, was ich sage, umsetzen können. Und ich war positiv überrascht heute. Ich fand die Spieler, dass die halt auch so viel besser waren als wir sozusagen. Die konnten dribbeln, die konnten uns ausdribbeln, die wussten immer, wo wir sind und obwohl wir halt gar nichts sehen konnten. Ich habe da auch viel Neues gelernt. Das ist halt komplett andere Ebenen als das normale Fußball, finde ich, weil du halt komplett andere Sinne benutzen musst. Beim Fußball ist ja eigentlich ein visueller Sport, der das Timing beansprucht. Das kannst du da eigentlich auch gar nicht machen. Du musst da halt viel mehr auf die Gegner, auf die Geräusche hören. Ich finde das halt auch sehr interessant und ich finde das auch cool. Dass du da keine Probleme hast, fass den ruhig an. Versuch, das ist immer auch ein Gebot, das ist auch kein Foul. Versuch, Kontakt herzustellen. Komm weiter, komm. Voll. Yes. Oh Gott. Ja, siehste. Ali, 10 Liegestütze, alles gut. Nee, das gehört sich schon so. Alles gut. Colin, Junge. Dieser Blindenfußballgedanke, es ist in Deutschland ja noch gar nicht so groß. Und wenn man dann die Chance bekommt, schon jüngeren Leuten mitzuteilen, wie es ist, blind zu sein und wo man herkommt, dass man in Marburg Blindenfußball spielt und dass die es dann vielleicht auch in den Umlauf bringen und dass man das alles in Deutschland ein bisschen verbreiten kann. Hier ist der linke Pfosten. Ja. Mitte. Dann, und hast hier ist der rechte. Okay. Rechter Pfosten. Und hier ist nochmal die Mitte. Und Schuss. Ah, oh, 5 Liegestütz. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist halt auch mal was anderes als jeden Tag Training. Das ist halt auch mal ganz cool. Ja. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Macht's gut. Vielen Dank.